Und plötzlich im Pink. Ja, jo, hi, willkommen. Mein Name ist Danny Röpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. In der letzten Folge haben wir Quests erledigt und in dieser Folge werden wir Quests erledigen. Yay! Ja, finde ich auch toll, wenn solch ergreifende, passende und wichtige Sachen in einem Part passieren, gehst du weg. Und ja, die sehen doch sehr wichtig aus. Wir werden sowas von sterben, ne? Der Zauber eines guten Tees, ja. Jetzt wollte ich noch erstmal auf die Kleidung von ihnen zu sprechen kommen, die irgendwie aussieht wie die von Raven aus Tales of Vesperia, was ich aber allerdings nie gespielt habe, aber gerne würde. Und naja, es geht! Stay on guard. The enemy could be all around us. Yes, ma'am. How about we take a break? Would anyone care for tea? This is hardly the time for tea. Whatever do you mean? Here, I've steeped some of my finest blend. Well, a moment's rest then. But stay vigilant. This is good! It tastes like sunshine! It's wonderful. Not just the flavor, but the aroma too. It's my own special mix. The aroma comes from dried fruit peels. That's peculiar. After just one cup, I feel completely energized. I'm better than ever! Such is the magic of good tea and idle conversation. Ja, der schleppt... Ich weiß zwar nicht, wo er hier einen Teeservice und so mit sich rumschleppt, aber egal. So, wir müssen euch töten. Ich habe übrigens Mila ins Team genommen. Und, ja. Ihr werdet jetzt sterben. Tut mir leid. Oder wir. Weiß ich nicht. Kann auch passieren. Windchen. Wütende Tortulla. Perfekter Verbündeter, was? Zack, zack, zack. So, Mila, komm mal her. Nein. Ich auf. Verdammt, nochmal. Aua. Boah, kann er nicht sehr hoch springen. Warum machst du keine Dingens? Ich habe noch nachgeguckt. Zwar. Ja, ich habe nachgeguckt. Ich gucke sowas im Spiel nach. Natürlich Explosion. Ach so, musste man das machen. Dann war hier noch, glaube ich, konnte man... Boah. Wenn ich mal treffen würde. Zack, zack. Daneben nicht, Mann. Sterbt er mir alles. Zack, zack. Zack, zack. Er hat 8 AZ. Und er wird dann Level up, glaube ich. Gut, dann kommt die Lilium-Kohle auch mal wieder zum Einsatz. Und wir haben die Monster erledigt. Fischglut. Oh, geil. Mysteriöses Juwel. Von vollkommen unklaren Zweck. Okay, und da ist noch ein Loch. Und da dachte ich, war auch noch eins, war aber nicht. So, was ist hier drin? Ein Krieger im Leben. Oh, geil. So, das wollte ich mir schon immer kaufen. Habe ich aber nie gemacht, weil ich zu geizig bin und nie Geld hatte. So, gehen wir erstmal zur Lilium-Kugel. Erdbruch. Zack. Kein Ding. Schockwellen, die den Stich in der Erde ausgeht, verweilt sich aufgeladen hat Erdkluft in einer zusätzlichen Welle. So. Warte noch. Das könnten wir noch lernen. Ja, AZ Maximum, bitte. FP Maximum, ja. Ich meine Punkte. Angriff 2. Aber das müssen wir noch ausrüsten. Oder? Weiter FP dazu bekommen. Oh, 10. Oh, was machen wir denn da weg? Weil AZ sind mir auch schon wichtiger. Oh, hier kommen wir. Ja, nehmen wir das weg. Und ob irgendein 2 TP-Dingern? Nö, okay.
So. Gut. Dann gehen wir hier raus. Geben die Quests ab. Ach komm, ich nehme auch noch mit. Wenn wir schon dabei sind. Und warum ist Rowan so weit vorne am Anfang des Kampfes? Zack, 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 zack. Aua. Und ach, so kann ich das steuern. Tödliche Explosion. So, was haben wir noch? Ein Wasserkrug, genau. Plop, 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 plop. Wunderbar. Ich verstehe manchmal gar nicht, was die sagen. Ey. So mit dem Kampf bekommt halt gar nicht mit. Zack, zack, zack. Ach, die beiden sind kurz vorm Level up. Komm schon. Dann krieg ich da auch noch. So, kommt her. Zack, 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 zack. Aua, aua. Boah, wie langsam er sich schützt. Zack, 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 zack. Wie geil. Mann. Warum kommt da Musik aus seinem Schwert? Mann. Zack, zack, zack. Oh mein Gott, sind da viele Gegner. Komm, ich mach mal fertig. Tödliche Explosion. Ich nehme extrem viel ab. Verdammt. Verdammt. Lasst euch doch mal treffen. Dann, 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 dann. Ich liebe diesen Angriff. Ah ja. Nee, da verball ich bestimmt nicht die Leiste. Na komm, gehst du kaputt, gehst du kaputt. Oh, das gibt's nicht. Warum hat er kein Level abbekommen durch diesen Kampf? Na warte. Aber wollen wir doch mal sehen. Wow, was war das denn? Habe ich einen neuen Angriff und wusste noch nichts davon. Habe ich wahrscheinlich schon voll lange. Aber egal. Na? Ab. Hallo? Was? Und aua, ey. Wir sind ein gutes Team. Cool. Und Levelaufstieg. So, so soll es sein. Dann gehen wir jetzt nach. Mein Gott, Sheridan. Dann würde ich sagen, wir leveln den Shop hier noch kurz auf. Kaufen gleich. Ja, ich weiß. Ihr wollt darauf andeuten, dass ich. Ach, verdammt, ich habe vergessen. Ja, da habe ich, da sage ich schon die ganze Zeit, dass ich ihn offscreen aufleveln will und dann so was. Naja. Okay, wo ist der Typ? Hier.
So, wir haben die verdammten Monster erledigt. Ihr habt es geschafft. Endlich kann ich meine Lieferung ausfahren, ohne Angst vor Überfällen von Monstern zu haben. Aber euch jetzt die Belohnung zu zahlen, wird mich noch tiefer in Schulden treiben. Wenn es das eine nicht ist, dann ist es das andere. Das Leben eines Händlers ist nicht einfach. Emo-Brille. Was? Ach, im Sinne von emotional. Ich wollte schon sagen. Was haben die ihr für Sachen eingebaut? Na gut. Leveln wir Jude und Mila noch auf. Oh, AZ Maximum. Oder? Was steht noch zur Auswahl? Angriff eines bodenliegenden Feindes. Nee. Nee. Wenn Ausgänge schreien, wenn der unglückliche Feinde durch die Luft wirbt. Totstellen. Was? Falkensturm. Nehmen wir das. Der Körper bewegt sich nahtlos wie der Wind mit einer vorwärts angriffsgewohnten Bewegung im Schach zu halten. Okay. So, jetzt das hier. Zack. Angriff 2. Ich habe zwar keine FP, um die einzusetzen, aber was soll's. Versuchung. Verzauber einen Feind durch Verspottung mit einer 20-prozentigen. Okay. Nein. Luftflitzen. Ach, das wollte ich machen, genau. In der Luft rumflitzen. Würde ich am liebsten auch direkt ausrüsten. Luftrückwärtsschritt. Ja, das auch. So. Ausrüsten. Cool. Na gut, dann leveln wir die Shops noch auf oder rüsten uns um und was weiß ich. Und dann gucken wir mal. Letztens habe ich hier aufgelevelt, da war nicht mal 3. Das ist gar nicht, mein Gott. Oh, ho, 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 ho. Zitronengummi. Ach komm, hier mal 3. So. Ach, komm auf Level 20 noch. Nee. Und hier. Verdammt. Das ist nur voll wenig. So, und ich werde jetzt erstmal auf Level, bevor ich was kaufe. So, eine Keule. Und Dinger sind billiger geworden. So, den Fisch. Also, 14. Wo ich mir jetzt zwar nichts hiervon hole. Die Zeit läuft mir davon. Schnell hier noch. Zack. Und die Sachen, die holen wir uns dann im nächsten Part erstmal. Was? Vögel? Okay. Ja. Kennpanzer, Federmann. Alles klar. Ich habe wieder ein bisschen investiert. Offscreen werde ich auch noch die Dinger kurz vom Level Up aufleveln. Und ja, das war's dann wieder von meiner Seite. Ich mache für heute Feierabend, habe wieder ein paar Parts aufgenommen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann und ciao, ciao.